glaube, bei der ersten Frage, das ist alles entscheidend, wenn man die beiden Spieler fragen würde, dann würden sie niemals von irgendeinem Duell untereinander sprechen, sondern es sind beides Teamspieler. Das hat man bei Erling, glaube ich, am Wochenende eindrucksvoll gesehen, dass er Tore vorbereitet hat. Hat man heute bei Levi beim zweiten Tor gesehen, wo einige Stürmer sicherlich versuchen abzuschließen, wo er dann auch den Assist sucht für Thomas mit einer sehr guten Aktion. Und ich glaube, den beiden Spielern sind beides herausragende Stürmer. Das hat Levi heute auch defensiv, finde ich, hat er herausragend gut gespielt. Haben heute gezeigt, dass sie den Fußball auch als Teamsport verstehen. Und ich glaube, dass das alles entscheidend ist, dass die Spieler das nicht als irgendein internes Duell sehen. Dass das als Medienthema total interessant ist, kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich glaube, die Meinung der Spieler würde da ein bisschen anders sein.